Wahrscheinlich. Dziewczyny, idźcie go zastąpić. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer 12. Veranstaltung Historisches Kochen. Sie merken, wir haben Kontinuität und lassen uns durch nichts von der Sache abbringen. Und ich freue mich natürlich, Sie alle begrüßen zu dürfen. Und ja, es freut mich, dass es immer noch Leute gibt, die zur Stange halten und für dieses historische Kochen, was ja doch immer eine Herausforderung ist, hier dran teilzunehmen. Begrüßung. Ich begrüße natürlich, wo sind Sie? Unser Partnermuseum aus Gorzów, das die Delegation mit drei Kollegen aus dem Museum unter Leitung von Herrn Dr. Petzuch. Herzlich willkommen und wir begrüßen natürlich alle Teilnehmer. Ich habe mir das aufgeschrieben, den BBV Eberswalde, den VSBQ Bad Freienwalde, die Interessensgemeinschaft Alltagskultur, Verein der Köche Scharmützelsee und Umgebung und die mit dem weitesten Weg, die Praktikanten aus Marburg, die hier im VSBQ ihr Praktikum machen, aber sie haben wirklich den weitesten Weg und wir freuen uns, dass sie sich bereit erklärt haben, hier mit uns zu kochen. Wir haben ja uns in den Kopf gesetzt, dieses Jahr wieder ein Kochbuch zu machen für die Veranstaltung voriges Jahr 2016 in Polen. Und dieses Jahr soll also auch mit in das Kochbuch. Hans-Jürgen Rach hat da schon einen prima Begleittext geschrieben. Ich habe den schon gelesen. Das wird also ein ganz spannendes Buch. In dem Kochbuch sollen natürlich alle eure Rezepte dann veröffentlicht werden. Und wir danken natürlich Pro Viadrina dafür, dass sie diese Sache finanziell unterstützen. Wir danken natürlich auch dem VSBQ mit Frau Dr. Roth, die sich als Schirmherr hat breitschlagen lassen, den Fördermittelantrag bei der Viadrina zu stellen. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Wir danken natürlich auch dem Museum Gorzów, was als langer, zuverlässiger Partner immer an unserer Seite steht und durch diese internationale Beziehung natürlich auch diese Antragstellung und diese Veranstaltung möglich wird. Ja, wir danken unter anderem auch dem Landwirtschaftsbetrieb Korn, der uns mit dem Zelten und dem Oderbuch Zoo aus Andres, der das ganze Equipment uns geborgt hat, prima. Ne? Wir halten also alle zusammen und wir danken natürlich nicht zuletzt dem Günter Grützner, der mit seinem besonderen Engagement dieses Projekt hier vorangetrieben hat. Und diese Jury steht unter der Leitung von Gerd Weber und ich bitte dich mal jetzt die Jury vorzustellen und den Tagesablauf dann allen nochmal zu erklären. Vielen Dank. Ja, auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind gesundheitlich richtig schön fit. Als Jury haben wir, wo fangen wir an? Bei den Frauen natürlich. Eine Kollegin aus Polen, die macht das Fachliche, gastronomisch-fachliche. Das Gleiche macht der Thomas, Thorsten und der Harald. Mein Name ist Gerhard Weber, haben Sie schon gehört. Den historischen Teil macht unser Kollege aus Polen und Dr. Rach. Hallo. Zum Arbeitsablauf ist folgendes. Wir fangen jetzt natürlich gleich an mit Kochen. Die Herde sind heiß, sehe ich schon. Das ist schon ein guter Anfang. Um 12.45 Uhr sollte das Essen fertig sein. We'll be right back.
getroffen, alle hatten Spaß. Dann sagt man alle ja. Ja, ja, das hört sich gut an. Ja. Spannung bestimmt groß. Was glaubt ihr, wer den ersten Platz gemacht hat? Ja, ich denke mal, wir haben alle ersten Platz gemacht. Hat uns allen gefallen, das ist schon mal wichtig. Jetzt fangen wir mal weiter hinten an. Ein vierten Platz hat gemacht. Ein weiterer vierten Platz hat Bad Freienwalde gemacht. VfBQ. Ja, wir gut gemacht. Einen dritten Platz hat die Berufsbildungsverein Eberswalde. Hier ist die 1. Hier ist die 1. Hier ist die 4. Da ist die 3. So, die Interessengemeinschaft Alltagskultur hat den zweiten Platz belegt. Gut gemacht. Bitte schön. So, wer ist nun der erste Platz? Wer weiß es? Ja? Verein der Köche, Scharmützelsee und Umgebung. Der möchte genannt werden. Gut gemacht. Bitte schön.